Einen schönen guten Morgen, liebe Trader, und herzlich willkommen mit dem Freitagswebinar oder zu dem Freitagswebinar. Mein Name ist Mike Seidel und ich präsentiere Ihnen wie immer mit Tickmill am Freitag das Webinar mit Ideen, dem Ausblick für die kommende Woche und etwas Education. Ja, an dieser Stelle ein herzliches Willkommen zu den Live-Zuschauern und auch Ihnen, liebe Zuschauer, die das Webinar im aufgezeichneten Modus auch verfolgen auf den entsprechenden Kanälen hier auf Facebook oder auf dem YouTube-Kanal von Tickmill. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Webinar. Diejenigen, die direkt zuschauen, können gerne natürlich auch Fragen stellen. Ich möchte hier heute keine lange Vorrede machen, sondern lassen Sie uns einfach starten mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin ist mit Risiken verbunden. In dem Zusammenhang riskieren Sie, Ihr investiertes Kapital auch zu verlieren. Das bitte ich an dieser Stelle wie immer auch zur Kenntnis zu nehmen. Welche Themen besprechen wir im heutigen Webinar? Natürlich die heutigen Handelsideen. Dann schauen wir, was kommt denn in der nächsten Woche an Nachrichten auf uns zu. Wir analysieren die großen Indizes, wenn Sie mögen, gern auch den ein oder anderen Wunschmarkt hier an dieser Stelle direkt live im Chart. Und dann sprechen wir im Know-how-Part für diesen Freitag über das Thema Forex-Handel. Da habe ich ein paar interessante Informationen für Sie mitgebracht. Und wenn es der Zeitrahmen von heute auch zulässt, das hatte ich ja gestern auch avisiert, dann schauen wir einfach nochmal in die großen Währungspaare hinein, wie dort gerade sozusagen das große Bild ist, die Großwetterlage ist, was wir hier in Zukunft eventuell auch erwarten können. Das die Themen für den heutigen Handelstag, für den Freitag im Webinar hier morgens zum Marktstart. Schauen wir in die Nachrichtenlage für den heutigen Tag. Im Vergleich zur letzten Woche stehen doch einige Nachrichten auf der Agenda. Wir hatten heute Morgen schon einige Informationen aus Großbritannien. Was steht noch auf der Uhr für den heutigen Morgen? Gegen 10 Uhr das Thema Veränderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland. Hier ist wieder ein leichter Rückgang zu erwarten, was auch die starke deutsche Wirtschaft entsprechend hier den Markt auch belebt. Wir haben ein gutes Bruttoinlandsprodukt. All diese Dinge sind natürlich schön. Mit der niedrigen Arbeitslosigkeit sind viele Menschen in Lohn und Brot und haben dadurch natürlich auch Geld zum Ausgeben, was dann entsprechend die Konsumlaune auch unterstützt. Wir bekommen um 10.30 Uhr Themen zum Bruttoinlandsprodukt von Großbritannien auch geliefert. Um 14.30 Uhr das Ganze aus den USA. Also Sie sehen schon, heute ist auch Tag der Bruttoinlandsprodukte. Wir sehen am Nachmittag hier auch noch Informationen um das Thema Arbeitslosigkeit in den USA. Wir haben um 12 Uhr hier das Treffen der Eurogruppe der Finanzminister anstehen und um 14.30 Uhr in den USA Thema Bruttoinlandsprodukt und später dann noch das Thema Konsumentenerwartung von der Uni Michigan und das Verbrauchervertrauen. Also heute wichtige Zahlen rund um die Wirtschaft am Freitag. Der Terminkalender ist also relativ gut gefüllt, wie wir hier auch sehen können. Und in dem Atemzug kommen wir dann auch direkt zum Chart der entsprechenden Ideen für den heutigen Tag. Das mache ich auch gleich mal in den Monitor hinein. So, wir starten mit dem Währungspaar Neuseeland-Dollar-Kanadier. Das ist das erste, was ich heute im Blog geschrieben habe. Da schauen wir wie immer auch auf den Tageschart. So, jetzt muss ich nur das Richtige suchen. Neuseeland-Dollar-Kanadier. Genau, ein Klick und das falsche Währungspaar ist drin. Wie sieht die Situation hier aus? Sie sehen es im Chart auch drinnen. Wir haben hier einen vorhergehenden, schönen, lang gelaufenen Aufwärtstrend gehabt, der jetzt doch ziemlich dynamisch auch nach unten durchbrochen wurde. Und momentan notiert das Währungspaar hier auch nach diesem starken Kursrückgang ohne merkliche, ordentliche
Erholung zwischendrinnen. Schauen Sie mal den vorherigen Wert an. Da hatten wir immer Bewegung, Korrekturen, die sich hier abgewechselt hat. Hier die letzten Tage ging es mehr oder weniger einfach wirklich nur wie am Schnürchen gezogen nach unten. Da war nichts mal mit ein paar Tagen Korrektur oder ähnliches. Das heißt, da hat schon massiv Verkaufsdruck entsprechend an den Märkten existiert. Und solche Situationen bauen sich auch immer mal wieder ab. Und das ist der Bereich, wo wir jetzt hier stehen. Wir sehen momentan in diesem Unterstützungsbereich hier um die 090,737, dass der Markt hier immer mal schon gekämpft hat. Er wollte ja nicht wirklich runter unter diese Linie. Da sind wir auch gerade. Und dann gab es gestern hier diese Kerze, diese grüne Kerze, die man als Umkehrkerze auch mit werten kann. Und Sie sehen, in diesen Unterstützungsleveln können dann halt zwei Dinge entstehen. Nummer eins, wird so eine Umkehrkerze bestätigt, dann sollte allerdings auch wirklich Dynamik in den Markt hineinkommen. Dann haben wir auf der Oberseite die nächsten Widerstände um 091,296 und dann hier oben, so in diesem Bereich, sehen Sie, wie eng diese Tageshöchstkurse hier aneinander liegen. Da kann es auch zu dynamischen Bewegungen kommen. Das heißt hier ab dem Bereich von 091,933, das ist so der zweite Widerstandsbereich auf der Oberseite. Wie schon gesagt, da muss allerdings dieses Signal hier an dieser Stelle auch bestätigt werden. Und weil es halt auch ein Trade gegen den aktuell vorherrschenden Druck nach unten ist, muss ja auch Dynamik reinkommen. Ja, da bei diesen Gegentrend-Trades ist es wichtig, dass die immer sehr, sehr dynamisch anlaufen. Sonst erhöht sich hier entsprechend das Risiko eines Fehltrades, dass sie gegen den Markt stehen. Und das ist dann etwas, was sie im Portfolio nicht haben wollen. Mit Blick in den Stundenchart ist zu sehen, man braucht dort natürlich dann einen Aufwärtstrend. Ne? Das heißt, was wir hier jetzt sehen, war gestern die große Dynamik auch nach oben. Im großen Gesamtbild hier momentan die Korrektur dieses starken Rückgangs. Die Korrektur war allerdings auch vom Prinzip her hier etwas trendförmig. Das heißt, man konnte hier so leicht einen kleinen Untertrend auch sehen, wo der Markt doch mal ein Stück zurückgekommen ist und dann nochmal verkauft hat. Das hat diese starke Bewegung hier nach oben wettgemacht. Aber wir haben hier immer noch keinen Aufwärtstrend. Sehen Sie, hier bildet sich im Markt momentan wieder ein leichter Abwärtstrend. Das heißt, schauen Sie, wir haben hier eine Abwärtsbewegung gehabt, beziehungsweise wenn man es im Kleinen mal ziehen möchte, ich ziehe es mal im Kleinen, das macht sich besser, dann haben wir hier die erste Bewegung nach unten gehabt. Wir hatten hier eine Korrektur. Wir haben dann hier die zweite Bewegung gehabt, die den Trend gebildet hat. Dann läuft der Markt nach oben und tendiert jetzt schon wieder nach unten. Das ist jetzt ein Zeichen dafür, dass der Markt nicht wirklich stark nach oben will, sondern eher, ja, wir sehen es ja im Tageschart, noch keine so richtige Entscheidung getroffen hat. Das heißt, das ist das Thema. Wenn der Markt nach oben geht, sollte hier Dynamik kommen. Aber wir sind in einem solchen Unterstützungsbereich. Man weiß nicht genau, was kommt und wann es kommt. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer in den Markt hineinschauen und ja, das machen, was im Endeffekt der Markt hier uns auch macht. Ich lösche mal kurz die Linien, sonst stören die uns im Tageschart bei der weiteren Besprechung des Charts. Nämlich, es gibt natürlich noch die Unterseite und die Unterseite wollen wir auch beleuchten. Das heißt, an diesen Punkten haben wir ja immer zwei Ideen und wenn wir hier die Stärke nicht bekommen, sondern der Markt sich weiter nach unten fortsetzt, das heißt, der gerade betrachtete Abwärtstrend wieder in Richtung dieses Tagestrends weiterläuft in der Stunde, dann gibt es die Möglichkeit, dass der Markt diesen Trend hier, also diese starke Dynamik nach unten, weiter fortsetzt, unter dieses Niveau bricht und da liegen dann im Chart hier die nächsten Unterstützung um die Kursbereiche von 090,112 sowie hier unten an diesem Korrekturtief des letzten Aufwärtstrends bei 088,670. Also das der Weg nach unten, wenn der Markt sich nicht entscheidet, hier mit Stärke entsprechend auch zu reagieren. Das zweite Währungspaar, das ich vorbereitet habe, ist Euro-Norwegische Krone. Auch hier schauen wir wieder in den Tageschart hinein. Hier haben wir eine Systematik, dass der Markt hier im übergeordneten Bild weiterhin nach unten tendiert. Wir sind hier schon einige Male in diesen Widerstandsbereich um die 971,683 reingelaufen und der Markt hat immer wieder oben angefangen, nach unten zu verkaufen und dann die Abwärtsdynamik heranzuschreiben. Wir hatten jetzt hier in den letzten Wochen auch immer mal einen Tiefbereich gesehen um die 956,2. Was hatten wir hier unten? Ein falscher Klick und das Kreuz ist weg. 9
wo war es gewesen? 956, 955, 966. Also Sie sehen hier unten dieser Bereich, der dann dazu gedient hat, wieder nach oben zu laufen. Das heißt hier so eine kleine Trading Range, die wir haben, die aber auch genügend Platz gibt, nach unten auch zu traden. Das heißt, wird dieses Szenario weiter gespielt und diese Umkehrkerze, die wir hier gestern im Chart hatten, auch weiter bestätigt, dann sehen wir hier den Abwärtstrend im Kleinen. Wir gucken uns gleich die Stunde auch an, nach unten laufen und da haben wir dann die Widerstandsbereiche bzw. die Unterstützungsbereiche hier in diesem Level um die 965, 491. Was dann später noch kommt, ist die 963, 403. Hier unten dann die 961, 531, gefolgt von der 959, 583, bevor wir dann in diesen Bereich reingehen. Und die Systematik, dass diese Bereiche doch relativ eng aneinander liegen, kann ja auch schon Kursdynamik nach unten mitbringen. Sie sehen es auch hier, gestern bzw. in der Vorbereitung war der Markt noch nicht in diesen Bereich reingelaufen. Jetzt sind wir schon mal reingelaufen und was wir hier natürlich jetzt in der Stunde sehen, ist sehr, sehr schön ein abwärtsgerichteter Markt hier. Wir haben hier untergeordnet schon wieder einen Abwärtstrendbereich stehen, der momentan in einem sehr, sehr wichtigen Level steht, weil schauen Sie mal, wir haben jetzt hier die letzten Bewegungen. Das heißt, hier schauen Sie, das ist der Trendverlauf sozusagen, der vorhergehende, der hat jetzt entsprechend hier seine Bewegungshochs und Korrekturtiefs und wir haben hier in diesem Bereich, wo der Markt gerade notiert, das Level dieses Korrekturtiefes hier, der letzten starken Aufwärtsbewegung in diesem Chart und das ist ein Bereich, wenn der gebrochen wird, dann setzt sich natürlich die Abwärtsdynamik fort, dann ist dieser Aufwärtstrend hier definitiv gebrochen, der Markt ist ja schon schön nach unten tendiert und das ist dann das, was wir sehen, wenn dieses Szenario angefangen wird zu spielen, dass der Markt entsprechend nach unten läuft und sich in dem Bereich der unteren Preisrange wieder weiterentwickeln kann und das Spiel hier auf der Unterseite natürlich auch mitmacht. Sollte es zur Stärke kommen, das heißt der Markt dreht wieder rum und wir haben das, was wir hier in der Stunde als kleinen Abwärtstrend gesehen haben, nur als Korrekturtrend dieses übergeordneten Aufwärtstrends gesehen, dann wird es natürlich auch opportun, einmal darüber nachzudenken, was macht denn der Markt, wenn er oben rausläuft? Also Nummer eins, wenn hier dieser Stundentrend umdreht, dann haben wir im Chart natürlich die wichtigen Marken liegen. Hier die Hochs entsprechend, die Levels dieser aktuellen abwärtstrendigen Bewegung. Da haben wir hier einmal die 969725, das ist das Korrekturhoch hier in diesem Bereich und dann geht es schon oben an das Level, an das Hoch, die 971990 oben drauf. Und was passiert, wenn der Markt das tatsächlich nach oben hin durchschiebt? Dann sehen wir im Chart einen Widerstandsbereich. Schauen Sie, relativ nah heranliegen, haben wir hier hinten ein paar Tageskerzen, wo die Tageshochs doch recht nahe beieinander liegen. Und diese Kursbereiche, wenn die angelaufen werden, können durch ausgelöste Orders doch schnell mal etwas Dynamik mit in den Markt hineinbringen, dass der Markt hier auch locker mal schnell in diese Bereiche oben reinläuft. Also das kann durchaus passieren, wenn der Markt hier diesen Swing mitmacht und sagt, okay, dann nehmen wir das als Aufwärtstrend und schieben den Markt hier nach oben. Das ist auch ein Bild, das kann durchaus auch entstehen hier am Markt, wenn der positive Weg nach oben wieder aufgenommen wird und der Trade, beispielsweise der Trend in der Stunde weiter gen Norden läuft. Also das auf den Blick oder mit dem Blick auf Euro NOK. Und dann schauen wir auf unseren Heimatindex, den DAX 30. Hier interessant zu sehen, was gestern los war, beziehungsweise auch vorgestern. Ich hatte im Block mit gleitenden Durchschnitten gearbeitet. Ich würde hier ganz gerne auch nochmal den gleitenden Durchschnitt 200er und den gleitenden Durchschnitt der 20er Tagelinie auch reinlegen. Und zwar geht das am einfachsten hier über die Moving Averages. Da lege ich jetzt mal den 20er rein. Das ist Nummer 1. Und dann packe ich gleich jetzt nochmal den 200er oben drauf. Den mache ich für Sie in einer anderen Farbe, damit das auch gut ersichtlich ist. Ich nehme dieselben Farben wie im Blog-Eintrag. Und da sehen wir hier momentan eine recht spannende Situation. Warum? Wir wissen ja alle, es gibt so die Über-Daumen-Regeln. Wenn ein Markt unter dem gleitenden Durchschnitt der 200er-Tagelinie notiert, ist er eher short zu sehen, ist er darüber dann eher long zu sehen. Das sehen Sie dann auch bei den Aktien. Viele Aktien aus so einem Indiz machen dann halt auch Aufwärtstrends. Das heißt, Sie können anhand der Analyse der Werte innerhalb eines Index auch so ein kleines
Grundgefühl dafür entwickeln, ob der Index jetzt eher steigen wird, seitwärts bewegen wird oder fallen wird. Das heißt, so wie sich die Aktien im Index bewegen, bewegt sich natürlich auch dann der Indexstand. Und wenn viele Aktien nach oben laufen, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass der Markt auch mit nach oben läuft. Und wir haben hier eine spannende Situation im Markt momentan auch, weil hier oben die 200er-Tage-Linie, da haben wir einen Widerstandsbereich liegen, wo der Markt schon ein paar Mal rangebrochen ist oder rangelaufen ist und wieder nach unten gegangen ist. Aber wir sehen hier die 200er-Tage-Linie. Die 200er-Tage-Linie, entschuldigen Sie, die blau ist die 20er. Also der GT20, der steigt hier schon schön nach oben an. Wir haben hier am Mittwoch gesehen, das Aufsetzen auf dieser Linie hat sofort mit positiven Kursreaktionen entsprechend im Markt stattgefunden. Und den Tag danach haben wir schön diese steigende Kerze auch gesehen. Das heißt, das wurde auch bestätigt, aber der Tag gestern hat auch noch mal den Bereich dieser 200er, dieser 20er gleitende Durchschnittslinie gesehen und schiebt wieder nach oben. Das heißt, wir haben hier momentan ein Marktumfeld, das, wenn es positiv bleibt, die gute Wahrscheinlichkeit bestehen kann, dass der Markt hier oben drüber läuft und dann dynamisch in ja das Marktfeld nach oben mit hineintreibt. Das ist ein Szenario, das kann hier durchaus auch kommen. Das sollten wir auf der Uhr haben, auch für die Planung des Ganzen in diesem Bereich. Ne? Also das können wir hier sehen. Hier wird es immer mal wieder etwas Bewegen geben, aber bei dynamischer Marktentwicklung, wie wir das gestern auch an den US-Märkten gesehen haben, da stehen die Chancen auch gut, dass sich sowas weiter positiv entwickeln kann. Zumal, wenn wir auch von der, sage ich mal, politischen Seite her keine bösen Störfeuer bekommen, wo der Markt wieder sehr verstörend reagiert. Und ein weiterer Punkt, der hier unterstützend wirkt, auch für die Entwicklung im DAX positiv aufgenommen wird, ist das Thema des Euro-US-Dollar. Und wir haben ja mit den Ankündigungen der Zentralbank, dass der Zins noch lange Zeit bei Null bleiben wird, doch deutliche Reaktionen im Euro gehabt. Wir sind dort im Euro deutlich preiswerter geworden. Und das hilft natürlich den Unternehmen, gerade den exportlastigen Unternehmen hier in ihren Bilanzen. Und das hat dann dafür gesorgt, dass der Euro nach unten gegangen ist. Und das kann dann mittelfristig dafür sorgen, dass die Unternehmen, wenn der Euro wieder etwas preiswerter wird, hier bessere Gewinnmargen haben, weil wir sehen schon in der einen oder anderen Bilanz, die jetzt veröffentlicht wird, dass hier schon Bremsspuren vorhanden sind durch den teuren Euro. Das heißt, die Geschäfte laufen ganz gut, aber der Gewinn bereinigt auf die Währung ist halt etwas schlechter ausgefallen in Teilen und das hängt mit dem starken Euro zusammen und das kann sich lösen bzw. ändern, wenn wir ganz andere Euro-Verhältnisse hier auch bekommen. Also hier ein spannendes Thema, ein sehr, sehr interessantes Umfeld, in dem sich der Markt momentan hier auch bewegt. Und ja, wir werden sehen, wo es hingeht. Aber grundsätzlich, wenn der Markt hier hochläuft, haben wir die entsprechenden Levels hier im Markt auch liegen, die ich Ihnen eingezeichnet habe. Also auf alle Fälle hier diese 12.600er Marke ist sicherlich eine Marke, die nicht so leicht zu knacken sein wird. Aber wenn das der Fall ist, liegen dann die nächsten um die 12.700 bis 12.800 und dann hier oben in diesem Bereich um die 12.900, 13.000 Punkte Marke. Das sind auch psychologisch wichtige Marken, das wissen wir. Da gibt es immer etwas Bewegung drum. Aber das können wir natürlich sehr, sehr gut nutzen, um unsere Trades entsprechend auch zu planen, die Setups zu planen und zu beachten, was passiert denn jetzt hier am Markt und wie können wir entsprechend davon auch mit profitieren? Also diese Dinge zu der Handelsvorbereitung des heutigen Tages. Wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, stellen Sie die Frage ruhig direkt hier im Chat auf Facebook und dann kann ich direkt auch darauf noch mit eingehen. So, ich mache jetzt mal was gegen den trockenen Hals. Trinken ist immer wichtig. Ich habe als Händler immer ein Glas Wasser am Arbeitsplatz stehen, damit der Geist auch frisch bleibt. Gut, okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir weiter mit unserer Präsentation und da schauen wir auf das Thema wichtige Termine für die kommende Woche. Also so wie wir den Tag ja immer mit der Vorausschau für die entsprechenden Termine planen, ist es auch interessant zu sehen, was kommt denn in der Folgewoche auf uns zu. Und da haben wir hier die, sage ich mal, Planung der wichtigsten Sachverhalte hier für die nächste Woche am Montag. Montag aus den USA gibt es das Thema schwebende Hausverkäufe um 16 Uhr deutscher Zeit. Am Dienstag, da haben wir hier bei uns in Deutschland Feiertag, das heißt, dort wird es auch kein Webinar hier an dieser Stelle geben. Am Nachmittag des 1. Mai wird in den USA
der EMI-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Das auch um 16 Uhr. Am Mittwoch ist die Nachrichtenlage wieder viel von den USA bestimmt. Ein bisschen was im Euro. Sie sehen selbst, es gibt um 9 Uhr 55 den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Also wir folgen da sozusagen dem Vortag der USA. Und am Nachmittag gibt es das Thema Arbeitslosigkeit in den USA um 14.15 Uhr. Wir bekommen wie immer mittwochs die Rohöllagerbestände. Und Mittwoch nächste Woche ist wieder der Tag der FED. Das heißt, hier geht es rund um das Thema Zinsen, also um 20 Uhr deutscher Zeit, also nach Börsenschluss in Deutschland, gibt es diese Informationen vom US-Markt, von der FED. Am Donnerstag machen wir hier weiter mit dem Verbraucherpreisindex der Eurozone und wir schauen am Nachmittag auf den Einkaufsmanagerindex der USA und das Ganze auch noch der EMI für die Dienstleistung im April. Sie sehen an diesen Stellen auch immer noch die entsprechenden Prognosen. Also wenn Sie das Video hier gerne auch nochmal schauen, schauen Sie ruhig drauf, welche Prognosen hier an dieser Stelle auch mit anzutreffen sind. Und dann, wenn der Donnerstag zu Ende ist, geht es auf den Freitag. Und am Freitag gibt es 14.30 Uhr aus den USA das Thema Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir haben hier die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft und die Arbeitslosenquote in den USA. Hier die Prognosen auch direkt mit im Bild entsprechend auch zu sehen. Das heißt, hier können Sie auch schon mal planen, wann nächste Woche was ist, wann Sie vorsichtig sein sollten. Oder aber, wenn Sie sehen, es ist noch genügend Zeit, Sie können vielleicht von einer Markterwartung, von einem Anstieg der Kurse in einer Währung oder in einem Index profitieren, dann können Sie sich natürlich hier schon vorzeitig positionieren im Markt und dann vielleicht vor den entsprechenden Zahlen die Position glatt stellen. Das sind ja Dinge, die Sie hier in diesem Moment auch immer machen können. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir weiter über die Indizes. Das heißt, ich hole jetzt gleich mal wieder den MetaTrader hier ins Bild und wir schauen einfach einmal auf das Thema der großen Indizes. Zum DAX hatte ich ja schon einige Worte auch gesagt. Das große Bild ist hier, wie schon gesagt, immer noch momentan freundlich. Wir haben hier diesen entsprechenden Abwärtstrend gebrochen. Jetzt können wir, wenn der Markt hier oben drüber läuft, das zeichne ich auch gleich mal ein, schauen Sie, wir hatten hier eine schöne, starke, dynamische Aufwärtsbewegung. Dann gab es eine zu erwartende Korrektur, die hat auch an einer sehr interessanten Stelle angehalten. Das hatte ich gesagt, mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Tage. Und wenn wir hier die Situation bekommen, dass der Markt es schafft, hier oben drüber zu laufen, über die 12.600er Marke, dann haben wir hier erstmal wieder einen Aufwärtstrend im Markt. Damit bestätigt sich das Bild. Wir haben hier gute Karten, dann auch über die 200er-Tage-Linie zu laufen und damit haben wir doch schon wieder eine ganz, ganz andere Chartsituation, als wir das hier vor ein paar Wochen im Markt auch gesehen haben. Also von der Seite her ist das wichtig zu sehen und für diejenigen von Ihnen, die auch immer mal also auf Formationen auch an den Märkten schauen. Wir haben hier durchaus die Möglichkeit, in diesen Chart eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, eine Inverse hinein zu interpretieren und zwar hier in diesem Bereich. Das muss ich natürlich erst noch ausformen, das Muster. Aber wenn wir hier diese Schulter-Kopf-Schulter-Formation quasi ausgebildet bekommen und der Markt bestätigt sich das, dann sind das auch weitere Bilder, die die Wahrscheinlichkeiten für weiter steigende Kurse auch etwas untermauern. Und diese Bilder, die sehen wir auch ganz gut in den anderen Indizes. Also Sie sehen, es gibt hier doch einige Merkmale, die darauf hindeuten können, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass bei normaler politischer Lage auch hier die Märkte sich tendenziell etwas positiv entwickeln können. Sie merken schon, ich bin ein bisschen vorsichtig, weil noch ist das alles nicht ganz in trockenen Tüchern, aber es ist nichts ausgeschlossen in diese Richtung. Mit diesen Worten würde ich gerne vom deutschen Markt in den US-Markt gehen. Wir schauen hier einmal auf den großen S&P 500 und da sehen wir hier auch das Thema der gleitenden Durchschnittslinien. Ich habe für Sie hier auch die 200er-Tage-Linie mit eingeblendet, weil diese wichtig ist. Sie sehen aber auch, dass der US-Markt etwas anders ausschaut als der deutsche Markt. Hier sind die Werte über den entsprechenden 200er-Tage-Durchschnitten und entschuldigen Sie, die Markt
ist immer mal runtergelaufen und hat diese 200er-Tage-Linie aber auch immer dazu genutzt, entsprechend hier wieder nach oben zu laufen. Ja? Und jetzt haben wir hier gesehen, dass wir in den letzten Tagen auch hineingelaufen sind in diesen Bereich. Also hier hatten wir ja das erste Mal. Wir haben hier sozusagen einen mehrfach getesteten Bereich innerhalb dieser 200er-Tage-Linie. Und hier sind wir wieder, die letzten zwei oder diese zwei Kerzen sind wieder unten rangelaufen und haben mit positiven Kursreaktionen aufgewartet. Und wir haben ja auch die Situation, der Markt ist wieder in den kurzfristigen SMA 20 drüber gelaufen. Das ist auch positiv zu sehen. Hier brauchen wir natürlich auch das Bild, dass der Markt weiter nach oben läuft. Im kleinen Bereich sozusagen hier haben wir einen bestehenden Aufwärtstrend im Markt momentan auch drinnen, der in seiner Korrektur gewesen ist, beziehungsweise jetzt wieder rumgedreht hat. Das heißt, die Korrektur lief hier schön tief. Wenn man mal diesen kleinen Trend an sich per se betrachtet, ist das schon ein schöner Weg, den wir hier haben. Wir hatten hier eine schöne Korrektur. Wir haben hier unten die entsprechende Umkehrkerze gesehen. Das heißt hier, das ist das Thema Umkehr der Nachfrage, die wir hier gestern auch bestätigt bekommen haben. Also das ist doch relativ interessant auch zu sehen in diesen Bereichen. Und das ist etwas, da kann der Markt schon doch weiter positiv davon profitieren, wenn sich die gute Stimmung entsprechend auch fortsetzt und im Sinne dieses kleinen Trends hier die Märkte dann weiter nach oben bringen. Wir haben ja auch relativ nah einige Linien liegen, wo der Markt kurzfristig auch ranlaufen kann. Also Sie sehen hier entsprechend die Hochs dieser Tageskerzen. Das ist immer für diejenigen wichtig, die den kurzfristigen Intraday-Handel auch betreiben möchten. Das sind so Marken, da läuft der Markt auch gerne mal ran. Und wenn diese Marken eng aneinander liegen und es bekommt Dynamik in die Märkte rein, dann hat sich hier häufig auch schon das Bild gezeigt, dass die Märkte dynamisch über diese Titel oben drüber laufen, über diese Märkte drüber hinweggehen, und das ist natürlich dann immer sehr, sehr interessant in diesem Bereich, wenn wir hier solche Punkte haben, die relativ nah auch am Markt liegen. Was die Märkte auch positiv unterstützen kann, ist natürlich das Thema Berichtssaison in den USA. Da haben wir die letzten Berichte ja auch schon bekommen. Es läuft bei vielen Unternehmen richtig gut. Wir haben schöne Zahlen bekommen. Die Banken profitieren von den gestiegenen Zinsen, weil sie einfach über die Kreditseite oder die Einlagenseite mehr Geld verdienen können. Das macht sich dann auch wieder positiv in den Bilanzen bemerkbar. Also all diese Dinge können hier natürlich die Indizes auch mit nach oben bewegen, weil natürlich die Summe der Aktien auch den Preis des Index mitbegibt. Das sind die Dinge, die wir sehen. Also im US-Markt hier auf dieser Seite beim S&P 500 das Bild weiterhin schön positiv. Auch die letzten Tage haben das Ganze hier angezeigt. Das ist also schön zu sehen. So ein kleines Damoklesschwert, was über den Märkten noch liegen kann, ist das Thema Zinsentscheid nächste Woche in den USA. Warum? Hier ist das Thema gegeben, was machen die Rohstoffe, was macht der Ölpreis? Wenn diese Rohstoffe dafür sorgen, dass die Inflation zu stark, zu schnell anzieht, dann könnte es unter Umständen sein, dass die Zinsen noch schneller angehoben werden, und das wäre dann wiederum schlecht für die Aktienkurse, weil es dann andere Anlagen gibt, die mit deutlich weniger Risiko gute Renditen erwirtschaften können. Ich hatte das in einem der Webinare der Woche schon erzählt. Wir sind bei den langlaufigen Anleihen schon wieder im Bereich von knapp 3% angekommen, was die Zinsen angeht. Und das ist natürlich für den einen oder anderen Investor auch ein Bereich, wo er sich sagt, gut, das ist schon interessant für mich, da kann ich risikolos oder sehr, sehr risikoarm, entspannt eine vernünftige Rendite erwirtschaften. Und da fließen dann in solchen Maßstäben natürlich auch Gelder aus dem Aktienmarkt in die Anleihemärkte. Und wenn das in großem Maßstab auch passiert, weil die Zinsen stärker steigen, dann wird es natürlich ein anderes Verhältnis zwischen Aktienmarkt und Zinsmarkt. Und das könnte dann Druck auf den Aktienmarkt bringen. Also hier das kleine Damoklesschwert in diesem Bereich. Aber nichtsdestotrotz, wir richten uns ja immer nach den Märkten. Das Bild schaut momentan doch recht positiv aus. Schauen wir mal auf den US30, den Dow Jones. Hier sehen wir ein ähnliches Bild wie gerade im S&P 500. Also hier auch aufwärtsgerichteter Markt momentan, der tief in seine Korrektur gelaufen ist. Der 200er-Tage-Durchschnitt hat hier auch schon das ein oder andere Mal eine gute Rolle gespielt. Das heißt, der Markt lief hier schon einige Male dran, hat wieder nach oben tendiert. Also hier ein ähnliches Bild. Wir sind wieder über die kurzfristige Linie des 20er-Tagesdurchschnittes gelaufen. Also hier diese positiven Tendenzen, die sehen wir natürlich auch hier. Und was hier interessant ist, auch an diesem Markt, die Hochs der nächsten Tage sind gar nicht so weit weg. Das heißt, bei weiterer positiver Kursentwicklung könnte es auch sein, dass der Markt diese Bereiche mit anläuft und dann diesen hier untergeordnet gebildeten
Aufwärtstrend entsprechend dann auch fortsetzen können. Auch den zeichne ich Ihnen direkt mal noch ein. Hier ist der Markt, hier ist er runtergelaufen. Hier unten an dieser Stelle gab es das Umkehrsignal. Sie sehen es hier, diese Kerze wurde dann im gestrigen Tagesverlauf auch schön bestätigt. Also hier auch das Bild doch positiv und im Sinne des Trendsverlaufes haben wir hier, wie schon gesagt, auch bei positiver Nachrichtenlage schon die Karten in der Hand für weiter steigende Kurse, zumindest was das große Bild hier entsprechend angeht. Auf der Technologieseite der US-Märkte sehen wir hier das Gleiche, aber wie immer in diesem Sektor mit deutlich mehr Dynamik. Also schauen Sie sich mal die Kerze hier von gestern an, wie lang diese Kerze gewesen ist, verglichen mit den Kerzen des S&P 500 oder des Dow Jones, ist das schon der Wahnsinn, was hier passiert ist. Und Sie sehen auch hier, wir haben hier entsprechend wieder hier diesen kleinen Aufwärtstrend, der sich hier gebildet hat über die letzten Wochen. Über den hatten wir schon gesprochen. Der hat jetzt schön tief korrigiert und ist hier, haben wir auch im Markt diese Umkehrkerze gesehen. Und diese Umkehrkerze hat sich auch sehr, sehr schnell wieder mit nach oben bewegt. An den US-Märkten spielt hier auch hin und wieder mal der SMA 50 eine Rolle. An den Deutschen natürlich auch. Wir legen mal den SMA 50 hier mit rein, damit wir auch mal sehen können, was macht denn so ein Trend an so einem gleitenden Durchschnitt. Ich gebe dem einfach mal diese Farbe. Da sehen wir hier, der Markt läuft vom Prinzip her mittlerweile an diese Linie hier ran. Wenn die auch gebrochen wird, dann ist das weiterhin ein positives Zeichen. Also hier wäre das schön, weiter steigende Kurse können dann natürlich auch dafür sorgen, dass dieser kleinere gleitende Durchschnitt wieder noch über dem 50er drüber hinausgeht. Also es bleibt hier spannend, viele Möglichkeiten, wo der Markt hinlaufen kann. Und auch hier haben wir nach oben hin die Kursseite noch weiter offen. Also es bleibt auch hier ein deutlich positives Bild im Sinne dieses untergeordneten Abwärtstrends. Ne? Wir sind ja hier auch über diese wichtigen Bereiche in diesen Kerzenhochs auch schon drüber gelaufen. Das heißt, die Marktdynamik ist mittlerweile wieder schön nach oben gerichtet, hier auch in diesem Markt, sodass wir hier auch davon ausgehen können, dass, wenn die Börsenlage weiter positiv bleibt, dass wir den Markt weiter nach oben laufen sehen und der Weg dann Richtung hier des Allzeithochs auch offen ist. Ob der jetzt schon kommt, das weiß kein Mensch. Es kann immer wieder die Gegenbewegung geben, aber das große Gesamtbild stimmt mich hier dann doch deutlich positiv und optimistisch auch an dieser Stelle. Also so viel zu den großen Indizes. Dann würde ich sagen, schauen wir einfach noch einmal auf den Ölpreis. Den Ölpreis hatten wir heute schon ein paar Mal in der Mangel, weil er hier für steigende Inflation auch sorgen kann. Wir hatten Nachricht von der OPEC zum Thema Drosselung des Ölpreises, der täglichen Ölförderung. Ich lösche hier einfach mal ein paar Linien raus. Kleinen Augenblick, ich markiere die mal alle und dann können wir die mit einem Schlag löschen. Steuerung und B führt sie in ein Menü. Das Menü sieht so aus und da können Sie relativ schnell das Ganze auch löschen. Schauen Sie, hier haben wir diese Linien, die markieren Sie einfach. So, und dann können Sie hier auf Löschen klicken, zack, und schon sind diese Linien mit einem Schlag auch weg. Was haben wir hier im Ölmarkt? Der Ölmarkt zeigt uns momentan sehr schön weiterhin den bestehenden Aufwärtstrend, der aktuell in seiner Korrektur ist. Sie sehen das hier oben, wir hatten diesen Hochbereich um die 69 Dollar, wo der Markt jetzt schon zweimal mit Umkehrkerzen reagiert hat. Und dann entsprechend diese Kerzen auch genutzt hat, um nach unten auch abzuverkaufen. Wir haben hier auch ein Unterstützungsniveau um die 67 Dollar. Das hat der Preis auch schon das ein oder andere Mal genutzt, um wieder nach oben zu drehen. Das heißt, hier im Ölpreis charttechnisch ist die Lage momentan noch absolut okay. Wir sind innerhalb der Korrektur. Die Korrektur läuft jetzt nicht massiv über die Tiefe mit täglich fallenden Kursen, sondern wir haben hier einen Schwankungsbereich, der sozusagen seitlich läuft. Das sehen wir hier auch im Trend der Stunde entsprechend. Ich versuche das gleich mal. So, jetzt haben wir es da. Den Stundentrend sehen Sie hier. Hier haben wir schon die große Abwärtsdynamik auch mit da. Aber wir sehen auch, es gibt hier, wenn man das Kleine sich mal betrachtet, immer wieder Brechung. Das ist so ruptiv hin und her. Das sind so hin und her springende Märkte, die seitwärts einfach laufen. Das ist ein klassischer Charakter eines seitwärts laufenden Marktes, wo man einfach als mittelfristiger Händler warten sollte, bis sich das Bild hier ganz klar geregelt hat und dann entsprechend sich zu positionieren, was der Markt hier macht. Wie schon gesagt, momentan im Ölpreis innerhalb des Aufwärtstrends eine korrektive Phase.
über die Zeit, über die Seite hier in diesem Bereich. Man wird sehen, wie sich das auflöst. Wir haben ja immer wieder die Mittwoche in den USA, die dann doch teilweise Dynamik in die Märkte in die ein oder andere Richtung gebracht hat. Wir schauen mal, was hier in der nächsten Woche auch passiert. Und wo wir gerade bei den Rohstoffen sind, schauen wir nochmal auf das Gold. Ist ja auch immer sehr, sehr gern mit betrachtet. Und hier haben wir immer noch oder immer wieder dieses Bild der Range. Wir haben die Oberseite der Range, wir haben hier die Unterseite der Range und der Markt macht momentan einfach immer wieder das Gleiche. Und das ist cool für uns Trader, weil wenn der Markt immer wieder das Gleiche macht, macht er das meistens so lange, bis es irgendeine Marktveränderung gibt. Und solange wie es diese Marktveränderung nicht gibt, singelt er halt häufig Ewigkeiten manchmal in solchen Ranges rum. Schauen Sie sich an, wie oft wir schon von unten nach oben und von oben nach unten traden können. Wir hatten ja schon die ein oder andere Handelsidee hier in diesem Bereich. Das wird jetzt auch für nächste Woche wieder interessant. Drehen wir in diesem Bereich hier unten wieder um, kann es schön dazu kommen, dass der Markt einfach wieder hier oben läuft und fertig ist. Das sehen wir auch in der Stunde. Schauen Sie sich das mal an, dieses schöne Bild, was wir hier sehen. Man muss da gar nicht hektisch traden, sondern man kann das alles easy peasy ganz in Ruhe machen. Wir haben hier oben diese Bereiche, wo der Markt rumdreht, einen Abwärtstrend bildet und dann schön der Abwärtstrend nach unten entsprechend handelbar macht. Von unten heraus genau das gleiche Spiel. Wir sind hier unten, der Markt bildet einen Aufwärtstrend, läuft nach oben und wir können das trendtechnisch einfach schön nach oben traden. Also das macht einfach Spaß, weil wir einfach nur hingucken brauchen, was hier passiert. Ich kann mich da auch noch erinnern, an meine Anfangszeit habe ich auch mit einigen Aktien in solchen Ranges von unten nach oben, von oben nach unten immer wieder Geld verdient. Das sehen wir jetzt bei Währungen, das sehen wir hier beim Gold, wir sehen das beim Silber. Das macht Spaß, das ist spannend. Und das macht das Trading auch so einfach. Es muss ja nicht kompliziert sein, sondern einfach nur auf die richtigen Dinge schauen, hier die richtigen Schlüsse ziehen, ja, und dann, sage ich mal, den Mut haben, die eigenen Setups zu traden. Und schon kann das hier losgehen. Also der Goldpreis momentan weiterhin in seiner Seitwärtsrange entsprechend auch mehr oder weniger gefangen. Wie schon gesagt, Ausbrüche nach oben oder nach unten kommen häufig dann, wenn wir klare Marktänderungen haben, wo es Dinge gibt, dass plötzlich hohes Kaufinteresse oder überbordendes Verkaufinteresse am Markt kommt und dann lösen sich solche Phasen meistens auch auf. Okay, soweit dann hier entsprechend zum Marktüberblick. Und ich habe Ihnen ja gesagt, wir machen heute noch etwas Education in diesem Bereich und damit Ihnen hiermit auch ein paar Dinge sagen rund um den Devisenhandel und zwar mit den Themen, die wir hier auf der Folie auch gleich sehen. Entstanden ist der Devisenhandel oder der Forex-Handel im antiken Griechenland. Damals haben Händler aus unterschiedlichen Ländern ihre Waren getauscht, mit unterschiedlichen Geldern auch bezahlt. Und das war so der Beginn entsprechend der ersten Punkte, die wir hier im Währungstausch sozusagen hatten. Den Grundstein für den heutigen Handel über die Bankkonten wurde im späten 19. Jahrhundert auch gelegt. Mittlerweile ist der Forex-Markt, der Devisenmarkt, der größte Markt der Welt. Laut Statistica.de wurden hier im Jahr 2016 gut 5 Billionen Dollar Tagesumsatz gemacht. Das ist Wahnsinn, wie viel Geld das ist. Das heißt, wir haben hier eine Riesenliquidität, die es natürlich schön und liquide und schnell handelbar macht, das Ganze. Im Forex-Handel an sich unterscheidet man in zwei Bereiche. Wir haben da zum einen den sogenannten Sortenhandel. Das ist der klassische Bargeldtausch. Also wenn Sie mal in den Urlaub fahren und dort Geld tauschen in einer Wechselstube, das ist der Bargeldtausch. Sie tauschen dann vom Prinzip her den Euro in den US-Dollar oder in den britischen Pfund, je nachdem, wohin Sie in den Urlaub fahren. Das ist klassischer Sortenhandel. Bei diesem Sortenhandel hat man auch sehr weite Spreads. Das heißt, es ist auch ein sehr, sehr teurer Handel und nicht wirklich für den aktiven Währungshändler gedacht. Auf der zweiten Seite gibt es neben dem Sortenhandel den sogenannten Devisenhandel. In diesem Bereich unterscheidet man in das sogenannte Kassageschäft, das ist auch das, was man den Spotmarkt nennt, und das Devisentermingeschäft. Die Unterschiede der beiden sind auf der Art und Weise zu sehen, dass der Spotmarkt sozusagen die Direktlieferung
des Geldes macht. Das heißt, binnen von 2 Banktagen ist das Geld auf dem Konto in der Regel auch abgerechnet. Beim Termingeschäft ist es so, das sind sogenannte Vorwartgeschäfte, also für die Zukunft verbuchte, verbriefte Geschäfte. Damit kann man auch das Hedging im Portfolio betreiben. Und da ist es so, dass Sie quasi einen Vertrag abschließen, in dem Sie sich verpflichten, in einer bestimmten Zeit eine bestimmte Summe X entsprechend zu liefern. Deswegen das sogenannte Vorwartgeschäft in diesem Bereich. Auch die Vorteile des Forex-Handels sind unter anderem bei einem guten Broker, wie das Tickmill ist, Sie haben einen sehr geringen Kapitaleinsatz. Sie können diverse Handelsstrategien im Trading nutzen, auch miteinander kombinieren, und Sie haben die Möglichkeit, optimal mit dem Thema Risiko und Money Management zu arbeiten. Also es ist einfach, unter anderem sind das die Vorteile, die wir hier haben. Es ist auch viel, viel einfacher. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten für jeden Trade wie beim Sortenhandel in die Bank gehen, das Geld umtauschen, ein Währungskonto eröffnen und so weiter und so fort. Das wäre ja grausam, ne? Und das ist das Schöne im Forex-Handel, da brauchen Sie das nicht. Schauen Sie sich an, wie es bei Tickmill funktioniert. Sie haben gute Spreads, Sie haben eine große Auswahl an Währungen, Sie müssen nicht für jeden Währungstrade ein neues Konto eröffnen. Das sind einfach die großen Vorteile, die wir hier im Forex-Handel über einen Broker wie Tickmill auch haben. Also hier Vorteile des Handels mit Tickmill. Die bespreche ich auch da nochmal, weil Tickmill ist ein guter Broker. Es ist ein STP-Broker, das heißt, hier wird kein Market Maker beauftragt, die Kurse zu stellen, sondern Tickmill leitet ihre Orders direkt in das Bankennetzwerk weiter. Sie haben eine sehr, sehr schnelle Ausführung ihrer Orders. Also das nochmal im Vergleich zu der Tatsache, dass Sie in die Bank gehen müssten, um Ihr Geld zu tauschen. Das ist einfach ewig lang. Das geht beim FX-Handel viel, viel, viel schneller. Sie haben extrem geringe Spreads. Ne? Wenn Sie mal in die Wechselstube gehen, da haben Sie zum Beispiel teilweise die Spreads in den Bereichen von mehreren Cents liegen. Also da wird nach der zweiten Nachkommastelle häufig abgerechnet. Hier bei diesen Handels ist meistens die vierte Kommastelle, teilweise auch die fünfte Nachkommastelle, wo die Preisänderungen liegen. Deshalb sind die Spreads auch viel, 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 viel geringer. Der weitere Vorteil, dem Forex-Handel hier an dieser Art zu treiben, ist, dass Tickmill eine behördliche Zulassung hat, die Lizenzen und auch unter behördlicher Kontrolle steht. Das ist eine große Sicherheit entsprechend für Sie. Es gibt die Einlagensicherung. Sie haben eine hohe Flexibilität bei den Kontomodellen und eine hohe Servicequalität. Also das sind die Vorteile, die Sie hier im Forex-Handel auf Ihrer Seite auch mit haben. In Bezug der Währungspaare, die Sie traden, wird grundsätzlich unterschieden in die Major Currencies, also die Hauptwährung, die untergeordneten Währung und die Kryptowährung. Kryptowährung kennen Sie sicherlich auch schon, ist in aller Munde, auch ein Währungsbereich, der ziemlich stark unter Bewegung steht, seitdem es ihn einfach gibt. Bei den Majors ist es so, die heißen so, weil das die offiziellen Reservewährungen sind. Da sprechen wir von den Hauptwährungen Euro, Dollar, Yen, britischer Pfund, Schweizer Franken, Australdollar und Kanadendollar. Das sind sozusagen die Hauptwährung, das sind die Reservewährungen und die werden auch miteinander gekoppelt. Da werden die Währungspaare sozusagen auch gebildet. Bei den anderen Währungspaaren, bei den sogenannten Minors, das sind dann halt andere Währungskoppelungen, teilweise auch Exoten hier, beispielsweise als Währungskoppelung Euro, polnischer Zloty oder die türkische Lira kann man hier nehmen oder US-Dollar in Koppelung mit der mexikanischen Währung. Das sind so die Nebenwährungen, die aber natürlich auch tradebar sind, aber die natürlich auch ganz andere, sage ich mal, Schwankungsbreiten haben, andere Kosten beim Trading haben. Das sind Dinge, da muss man natürlich entsprechend als Händler auch drauf schauen, was hier vom Prinzip her für Sie auch wichtig ist und was die richtigen Währungen sind, dass die natürlich auch zu Ihrem Handelsportfolio und zu Ihrer Handelsstrategie entsprechend auch mitpassen. An der nächsten Folie schauen wir einmal an, wie so ein Währungstrade im Hintergrund abgewickelt wird. Weil für Sie ist das ja total einfach. Sie gehen einfach in die Software hinein, sagen, ich wähle jetzt mal eine Währung aus. Ich nehme jetzt hier mal Australdollar, Kanadendollar beispielsweise. Und Sie sagen, gut, ich möchte jetzt kaufen. Ich gucke mal den Chart an. Aha, wir haben hier unten einen Widerstandsbereich um diese Marke. Wir sehen hier,
Kerzen, die eventuell als Umkehrkerze dienen können. Das heißt, wir kaufen jetzt hier in diesem Bereich, wenn der Markt hier oben diesen Trend nach oben fortsetzt, diesen untergeordneten Aufwärtstrend, also diese Kerze bestätigt, Stopp hier unten hin. Das heißt, Sie sehen ganz genau, wo Sie Ihre Marken auch im System setzen, also bei Ihrer Handelsstrategie. Das können Sie alles auch relativ schnell und einfach festlegen. Und dann sagen Sie, okay, das Ziel des Trades ist es, dass der Markt zum Beispiel hier oben reinläuft. Ist ja eine Möglichkeit gegeben, dass es da einen Rücklauf gibt. Dann haben Sie vom Prinzip her Ihre drei Order-Arten. Sie klicken einfach auf den Knopf und damit ist die Position schon in Ihrem Portfolio. Im Hintergrund passiert aber doch einiges. Das ist in Millisekunden ausgewickelt, aber es passiert. Davon bekommen Sie überhaupt nichts mit. Und aus diesem Grund schauen wir mal, wie das Ganze technisch auch abläuft, damit Sie da mal wissen, was gemacht wird. Das heißt, hier haben wir mal die Idee, dass eine Long-Position euro-britischer Pfund aufgebaut wird in Größe eines Lots. Ein Lot sind 100.000 Euro. Wir haben hier einen Kaufkurs von 1,16 mal einfach so zugrunde gelegt, damit sich das einfacher rechnen lässt. Und dann am Ende, wenn die Position im Gewinn verkauft wird, haben wir einen Verkaufkurs von 1,18 in diesem Bereich. Das sind mal so die Grunddinge, die hier zur Verfügung steht. Und die Position, die Sie im Portfolio haben, also wenn Sie jetzt auf den Knopf drücken und sagen, bitte kaufen, ja, dann passieren im Hintergrund entsprechend drei Aktionen. Zum Ersten, es gibt eine Kreditaufnahme in der Fremdwährung, weil Sie handeln ja auf Margin, also mit Hebel. Das heißt, Sie brauchen nicht den gesamten Betrag, diese 100.000 Euro aufzuwenden, sondern nur entsprechend die Sicherheitsleistung. Also zuerst kommt die Kreditaufnahme, danach folgt der Umtausch in die Fremdwährung und die Einbuchung des entsprechenden Euro-Beständes. Das heißt, wenn das Ganze gelaufen ist, haben Sie zwei Kontostände. Sie haben einmal die Kreditseite und zwar in Great Britain Pound, die 116.000 Pfund, und auf der Guthabenseite haben Sie auf dem Eurokonto 100.000 Euro stehen. Das sind mal die Dinge, die nach dieser Transaktion jetzt auch dastehen. So, und dann ist es so, der Markt läuft jetzt in Ihre Zielrichtung und der Trade wird bei 1,18 geschlossen. Das heißt, Sie haben hier 2 Cent Gewinn gemacht. Was passiert dann hier im Hintergrund? Wenn Sie verkaufen, ist das dann sozusagen die Auflösung dieses Geschäftes. Und da wird Folgendes gemacht. Es wird das Euro-Guthaben in britische Pfund umgetauscht. Das heißt, die 100.000 Euro werden zu 1,18 umgetauscht. Das heißt, Sie haben ein Guthaben von 118.000 Euro, das mit dem Darlehen verrechnet wird. Das Darlehen wird glattgestellt. Also Sie zahlen sozusagen 116.000 britische Pfund zurück. Der Restbetrag ist dann Ihr Gewinn. Das heißt, die 2.000 britische Pfund, die hier überstehen, ist Ihr Gewinn. Den können Sie dann auch wieder zurück in Euro umtauschen. Was jetzt hier natürlich nicht eingerechnet ist, ist das Thema der Finanzierungskosten und Spreads, die Sie haben, die das Ganze noch etwas beeinflussen können. Aber nichtsdestotrotz, so vom Grundgeschehen her, ist das einmal der Weg, der hier hinter dem ganzen System läuft, damit Sie auch mal wissen, was passiert denn hier im Hintergrund. Weil ich finde es wichtig, dass dieses Wissen auch bei Ihnen vorhanden ist, dass Sie auch genau feststellen können, wann, wie, was hier entsprechend auch funktioniert. Also hier das Thema Forex-Handel einmal für die, sage ich mal, Ausbildung mit den passenden Inhalten. Ein paar Charts. Ich würde sagen, wir schauen mal, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, dass wir einmal den ein oder anderen Währungsmarkt auch noch anschauen. Sie können gerne auch im Chat sagen, welchen Markt Sie sich hier wünschen. Ich würde jetzt einfach mal den Euro-US-Dollar zur Hand auch mitnehmen. Wir nehmen hier mal kurz einen anderen Chart, wo vielleicht nicht ganz so viele Zeichnungen drinnen sind, damit das etwas sauberer aussieht. Hier sind auch haufenweise Zeichen drin. Okay, dann arbeiten wir einfach mal so, wie er ist. Und ich nehme mal noch die gleitenden Durchschnitte für Sie raus. Einen ganz kurzen Augenblick. Das geht hier, indem Sie Rechtsklick auf die Maustaste machen und dann auf die Indikatoren klicken. Und dann öffnet sich dieses Fenster. Und dann können Sie hier die Indizes, beziehungsweise nicht die Indizes, die Indikatoren anklicken und dann entsprechend löschen und dann verschwinden die schon entsprechend auch aus den Märkten. Was haben wir hier im Euro-US-Dollar? Wir haben ganz klar einen Markt, der momentan wieder ordentlich nach unten läuft. Wir haben hier, Sie sehen es auch selbst, einen Markt, der hier einen Abwärtstrend gebildet hat, unten unter diesen Trends auch immer mal wieder nach oben gegangen sind. Aber das große Bild ist hier momentan auf die Richtung nach unten auch gelegt.
Der Markt befindet sich hier momentan auch in einem Bereich einer Unterstützung. Schauen Sie hier, dieses Ausbruchslevel, was wir hier haben, kann durchaus auch als Unterstützung dienen, dass der Markt nach oben kommt. Wir haben schließlich hier auch eine sehr, sehr weite und starke Bewegung mit nach unten gesehen. Das heißt, es kann an dieser Stelle schon immer mal wieder zu Korrekturen kommen. Also hier der Bereich einer Unterstützung in dem Moment, die wir hier im Markt auch haben, wo der Markt drehen kann. Übergeordnet haben wir jetzt aktuell einen Abgabedruck. Schauen wir uns mal hier beispielsweise auch den Wochenchart an, wo der Markt hingelaufen ist. Sie sehen auch im Wochenchart ist diese Marke, wo wir uns gerade befinden, auch eine Marke, die einen starken Ausbruch auch gehabt hat. Das heißt, wenn wir uns mal den Wochenverlauf angucken, auch mit der preislichen Bildung hier in diesem Bereich, da lief der Markt ja ganz stark nach oben, hat hier nochmal korrigiert und dann wieder untergeordnet long zu laufen. Also das heißt, die Woche ist sozusagen in ihrer Korrektur. Das große Bild ist ja weiterhin auch aufwärts gerichtet und das, was wir hier sehen, ist die starke Korrektur, diese starke Kerze auch nach unten. Wir haben momentan hier einen abwärts gerichteten Markt im kurzfristigen Bereich, weil es hier eine Unterstützung ist, kann es zu Gegenbewegungen kommen. Das große Bild ist hier noch aufwärts gerichtet. Das sehen Sie auch, wenn Sie mal in den Monat schauen. Sie haben hier schön einen Aufwärtstrend, der hier in seiner Korrektur ist. Aber im Kleinen, Sie wissen, der Währungshandel bringt immer wieder schöne Situationen, wo man auch im kurzfristigen Bereich schön traden kann. Das heißt, haben Sie hier ruhig den Tageschart im Blick, beziehungsweise im Kleinen, wenn wir sehen wollen, ob es hier zu einer Umkehr kommt. Wir sehen ja hier diese starken Kerzen nach unten, keine richtigen Trendverläufe im Tageschart. Da ist es gut, wenn wir hier einfach mal den Stundenchart entsprechend auch anschauen. Und da sehen wir natürlich sehr schön die Trendbewegung hier nach unten. Der Markt lief schön wellenförmig nach unten, hat jetzt hier ein letztes Hoch gemacht. Das heißt, auch starke Dynamik. Und wenn wir hier unten in diesem Bereich dann in diesem aktuellen Unterstützungslevel einen Markt nach oben bekommen, dass sich hier kurzfristig ein Aufwärtstrend bildet, dann könnte das der Start einer Gegenbewegung sein und dann liegen natürlich hier auch Marken im Chart, die wir hier um die entsprechenden Felder haben. Das heißt, erstmal hier dieser kleine Bereich für die kurzfristigen Händler haben wir dann liegen. Dann im mittelfristigen Bereich kommen dann natürlich die Hochs dieses Trendverlaufs mit ins Spiel, wo der Markt auch wieder nach oben drehen kann. Also hier gibt es einige Marken, die entsprechend im Laufe dieses Trendverlaufes hier dann nach oben hin angelaufen werden könnten, wenn der Markt wieder etwas an Stärke gewinnt und rumdreht. Wenn wir weitere Abwärtsdynamik in den Märkten haben, Sie sehen, wie stark die Politik so eine Seitwärtsrange auch beeinflussen kann. Wir haben das ja im Goldpreis auch gerade gesehen. Wir hatten hier im US-Euro, US-Dollar eine Range, wo der Markt doch eine gewisse Zeit hin und her lief, wo es keine starken, großen Veränderungen gab. Jetzt haben wir starke Veränderungen gehabt und Sie sehen, wie stark der Euro entsprechend hier nach unten ausgebrochen ist. Also hier mal ein paar Worte entsprechend zu diesem Chart an sich. Und dann würde ich sagen, gehe ich mal noch in einen anderen Markt, den Cable beispielsweise, das britische Pfund, US-Dollar. Hier sehen wir eine ähnliche Situation. Also Sie sehen auch die Währungen, die korrelierend mit dem US-Dollar sind. Der US-Dollar hat momentan wieder etwas an Stärke gewonnen und das sehen wir dann natürlich an fallenden Kursen für die korrelierenden Währungen beziehungsweise an steigenden, also an den entsprechenden Bewegungen, die wir hier sehen. Also der US-Dollar hat momentan ordentlich Auswirkungen auf die entsprechenden Märkte und hier hat einfach der gestiegene US-Dollar dafür gesorgt, dass auch hier der Markt schön nach unten gelaufen ist. Wir hatten ja hier diesen entsprechenden Unterstützungsbereich, wo der Markt hier schon mal hin und her gedreht hat und hier ist er dann wirklich drunter gebrochen in dieses aktuelle Unterstützungslevel gelaufen. Schauen Sie mal, wie wir der Markt hier sehen können, ist, schauen Sie diesen kleinen Aufwärtstrend, den wir hier hatten, der hat hier sein Korrekturtief gehabt. Hier läuft der Markt jetzt drunter. Das heißt, nach unten hin wäre dann der nächste Anlaufpunkt, wie ich es auch im Chart markiert habe, hier der Bereich um die 1,37970 in diesem Level. Und dann können wir natürlich auch noch, wenn hier nicht gehalten wird, mit einer Unterstützung im Bereich der Preise um die 1,37160 auch mitrechnen. Also diese starke Bewegung hier nach unten ist weiterhin am Laufen. Wir sehen das auch am Stundentrend. Sie sehen es hier auch sehr schön trendförmig nach unten gelaufen, sehr schöne Dynamik auch gemacht in den entsprechenden Verläufen, die wir hier haben. Und momentan tendiert der Markt halt weiter stark nach unten. Und das sind die Dinge, die wir hier im großen Bild auch sehen. Das heißt, es gab mittlerweile bei den Währungen auch schon deutliche Veränderungen. Wir hatten ja
entsprechend diese Währungspaare auch auf der Long-Seite schon häufig gesehen, aber hier sind wir in Level reingelaufen, wo es halt einfach zu viel war und jetzt sehen wir hier entsprechend doch deutliche Gegenreaktionen an den Märkten. Also auch das Währungspaar britisches Pfund, US-Dollar derzeit schön abwärtsgerichtet. Der Aufwärtstrend hier ist spätestens mit Unterschreitung dieses Levels definitiv gebrochen worden. Wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht, aber auf der Long-Seite, ja, im großen Bild, also mit steigenden Preisen, sagt der Markt, die Technik des Marktes, die Chart-Situation erstmal no. Wenn, dann gibt es eine Gegenbewegung. Alles andere wird sich hier in Zukunft zeigen, weil die Glaskugel haben wir definitiv nicht. Gut, dann möchte ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön sagen für Sie als Zuschauer, die jetzt doch knapp eine Stunde Geduld hatten, mir zu lauschen. Wie schon gesagt, wenn Sie Fragen haben, kommen Sie einfach auf uns zu. Wir hören und sehen uns dann am Montag wieder, so gegen 8 Uhr gibt es den Blog auf der Seite von Tickmill und um 9 Uhr dann entsprechend hier live auf Facebook das Webinar zum Montag. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis bald, Ihr Mike Seidel.